Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Unboxing der Collector's Edition von Gotham Knights. Wie ihr habt gerade schon gesehen, was alles drin sein soll. Und dies ist die Collector's Edition für 300 Euro. Es gab die Limited Edition für 85 Euro. Links unten in der Videobeschreibung. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal ganz entspannt an. Ich habe alle Kleber schon abgemacht. Ich habe die Codes auch schon eingelöst. Da ich dieses Unboxing im Livestream mache bei twitch.tv/brightonedaniel, Link in der Videobeschreibung. Das ist die äußere Box, die äußere Hülle, sage ich jetzt mal, von der Box. Und hier haben wir schon die ersten Details. Robin, Nightwing, Red Hood, und das müsste denn Bad Lady sein? Oder ich weiß gar nicht, wie sie gerade heißt. Gab so viele Namen in der ganzen Geschichte. Aber wir sehen es gleich. So, dann haben wir hier die Vorbesteller kurz. Die waren überall verteilt, das war auch richtig toll. Einmal Skins, soweit ich weiß. Wie gesagt, das ist einmal Red Hood. Dann die Dame. Robin müsste das sein. Und hier im Hintergrund, da muss ich selber erstmal kurz schauen. Okay, das ist ein Cyber-Anzug. Nightwing. Jim Lee, bla bla. Aber hier steht den Namen gerade nicht drauf, dass das ein bisschen doof ist. Red Hood, Robin und... Ich nenne sie erstmal Batgirl. Der Name kommt mir gerade am wahrscheinlichsten vor, aber könnte Batgirl sein. Promiso, neue Wächter... Toromox, hier gibt es dann nochmal weitere Skins. Was gerade so lärmt und lüftet, ist mein Lüfter vom Laptop. Sollte dieser stören, tut es mir leider leid. Ich kann dies nicht ändern. Hier haben wir dann noch einen Skin für ein Motorrad. Mal gucken, wie das ist. Und die Figuren, die wir sogar noch ein bisschen zusammenbauen müssen. So, hier haben wir schon das erste Highlight. Vorsicht laut. Bisschen später sagt. So. Arkham Knight. Hier haben wir das erste schicke Cover. Ich schaue gerade mal. Auf der ersten Seite ist ja auch nichts weiter zu sehen. Hier gibt es aber anscheinend noch ein Buch zu dem Cover. Oder ein Buch zu dem Spiel. Hier sind dann Art Prints oder wie die Figuren entstanden sind, zu den jeweiligen Cosplays, sondern Skins, Figurenskins. Und hier haben wir die Bewaffnung der Leute. Ich glaube, hier ist nur ein Motorrad, oder? Hat man Lust, ja, kann ich ihn erkennen, besser als wie wenn ich selber raufgucke. So, hier haben wir denn Teile der Stadt. Ich finde, die Atmosphäre kommt schon über die Bilder gut rüber. Und ich hoffe, dass die Atmosphäre halt im Spiel auch sehr gut ist. Ich habe es noch nicht installiert. Das wird in Kürze passieren. Im Stream ist das immer toll. Ich hatte leider noch keine Zeit, die Discs jetzt einzulegen. Ich habe es nur ausgepackt und habe ja heute ein paar Unboxings gemacht. Die konntet ihr alle schon auf meinem YouTube-Kanal sehen. Und zwar die Get Digital im Oktober. Die Get Digital legendär, die sehr speziell war. Das Unboxing kann ich euch nur empfehlen. Und... das und hier kann man denn die Disc machen. Das war das Artbook. Einmal noch die Rückseite. Finde ich ganz cool, zumal hier man hier auch die Disc reinpacken kann. Finde ich schon cool. Dann haben wir hier die Karte von Gotham. Die Karte aus der Gosse. So, und wir klappen auf. Wir klappen auf. Wir haben aufgeklappt. So, ich schaue jetzt gerade mal. Das scheint die Map von Gotham zu sein. 1, 2, 3, 4, 4,5 Inseln. 5,5 Inseln. Naja. Also wir haben zwei kleine Inseln. Ihr seht es gleich. Hier oben eine große. Dann haben wir hier eine kleine. Nochmal eine große. Nochmal sowas wie eine kleine. Wird man sehen, vielleicht sowas wie eine Gefängnisinsel. Hier nochmal eine große und hier ganz drüben nochmal was Kleines, wie es ausschaut.
Das ist ganz Gotham. Anscheinend hat man diesmal auch ein bisschen mehr zu tun. Mercy Island ist das da oben, das kleine. Und Blackgate Island ist das hier unten. Das war, glaube ich, das aus dem dritten Spiel, wo die Brücke dann zerstört wurde. Trinco, Old Gotham, Industrieviertel, The West End und North Gotham. Southside, gut. Das ist auf alle Fälle die Karte. Ein bisschen störrisch, wie die Karten immer so sind. Oh, was willst du machen? So, und dann haben wir sie wieder zusammen. Die wird dann hier wieder reingetüdelt und dann ist er drinnen. Dann haben wir hier das Spiel. Ist natürlich für die Xbox Series X geeignet. Singleplayer-Spiel. Online-Singleplayer, Online-Koop, 1 bis 2 Spieler in 4K, HDR und Dolby Atmos. Enthält, ist ab 16, enthält Gewalt und irgendeine Bezahlkacke. Keine Ahnung, was das jetzt genau bedeuten soll. Umschlag, hat Umschlag entfernen. Wie wichtig? Okay, gut, von mir aus. Sieht jetzt nicht so. Auf alle Fälle, hier ist die Disc. Und, schön die Pfote angeklemmt. Das war dann dies. Ich mute mal kurz das Mikro. So, hier haben wir Jim Lee Collector's Edition Version 17.820 von 20.000. Also limitiert auf 20.000 ist die gesamte Box, so scheint es. Beim Game Legends, wo ich es bestellt habe, sind sogar noch welche vorrätig gewesen. Limited Edition und so ein Pin. Pin, weil den kann man sich wieder anbringen. Ja, ich habe damit wieder einen Pin mehr. Yay! Aber auch dieser wird eingepackt. So, und jetzt muss ich mal schauen, dass ich die gesamte Figur hier rausbekomme. Daher wird das Mikro mal kurz gemütet. Wundert euch nicht, dauert aber wahrscheinlich nicht allzu lange. Das sind dann grob die Figuren erstmal. Ihr seht schon den ersten Ansatz. Und ihr seht schon, hier oben sind ja die Waffenmodelle drin. Ich werde mal kurz schauen, ob ich das einigermaßen fix auseinander bekomme. Eigentlich sollte es nicht allzu lange dauern. Ich schaue nur gerade, wo die Klebekanten sind. So, bis gleich. Okay, die Figuren sind dort ausgepackt. Wir müssen jetzt bloß noch die Figuren ein bisschen zusammenstecken hier. Ich würde mal sagen, er bekommt die Knarren hier, was gar nicht mal so schwer ist, die einfach reinzudüfteln. So, damit ist der erste schon bewaffnet. Ich hoffe, dass die überhaupt so richtig rum sind, aber eigentlich können die ja bloß so sein. Gut, die können auch wirklich nur so reinpassen, weil die Knarren beide gleich aufgebaut sind. Die Hände sind ganz schön störrisch bei ihm hier. Meine Güte. Mach doch mal Langfinger, Junge. So, Nummer 1. So, wir bauen die Figuren mal schnell zusammen, hat er gesagt. So, zwei sind bewaffnet. Er bekommt jetzt noch dieses lange Ding hier in den Hand. Nein, nicht meinen. Don't touch it, sonst klatsche. Der ist aber störrisch hier, du. Der da durch? Aber ganz schön hakelig. Na komm, man, das Loch kann ja gar nicht so clean sein. Die Dauer-B-Seiten gleich lang, oder? Gleich dick, ja. Meine Güte, Plaste halt, ne? Plastik, sagt euch. Ah, sehr schön. Damit haben wir einmal Nightwing. Robin. Wir haben Batgirl. Und den mit den Knarren, Red Hood.
Ja, klar. Komplett aus Plaste. Hier vorne haben wir den Schriftzug, Gotham Knights. Hinten ist dann auch nochmal von der Polizei das Ding. Hat eine gute Stabilität. Alle Sachen sind vorhanden. Wer wissen möchte, warum ich das gerade so ein bisschen anders betont habe, der schaut doch gerne mal das letzte legendäre Unboxing von Get Digital auf YouTube. Der weiß Bescheid. Ich muss sagen, ich bin von der Box soweit begeistert. Plaste ist halt mittlerweile teuer, ne? Also was die Diorama angeht, auch Lizenzrecht und ähnliches. Ansonsten, ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich freue mich sehr, die Collector's Edition noch bekommen zu haben. Wie gesagt, auf Game Legends. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich werde es jetzt am 21.10. anzocken. Erstmal werde ich es installieren, dann werde ich es anzocken. Internet ist schnell, deswegen bin ich guter Dinge. Und freue mich, wenn ihr das Spiel auch gekauft habt. Sagt euch, welches euer Lieblings-Batman-Spiel, Film oder Serie ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Unten in der Videobeschreibung bekommt ihr noch ein paar Support-Links zu Twitch-Kanälen, auch zu meinem twitch.tv/brightonedaniel. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Wahrscheinlich im nächsten Gameplay-Video. Entweder Cyberpunk 2077 oder oder Gotham Knights. Freue mich sehr auf euch und bis zum nächsten Video. Ciao.